Es begann mit einer einfachen Visual Novel im Jahre 2008. Eine an japanische Text-Adventures angelehnte Geschichte des jungen Tomoya Okazaki, der durch einen alten Familienfluch für ein Jahr zum Mädchen wird. Dann folgte der zweite Teil, Alternate, welcher um diese Prämisse eine Welt aus Göttern, Dämonen, Magie, Konflikten und tiefergehenden Dramen strickte. Damit war der Aufbau für einen 2014 erscheinenden, epischen dritten Teil, welcher das eigentliche Hauptwerk des Switch-Franchises darstellt, abgeschlossen. Switch Alternate Virus of Ragnarök ist ein dritter Teil und ein abschließender Teil, aber es ist auch ein möglicher Einstieg in die Welt von Ersteller Rosa Kanina. Es ist das einzige Spiel der Reihe, das man als Freund epischer Geschichten, japanischer Popkultur und hochglänzenden Pixeln zwingend erlebt haben muss. Es ist eine der komplexesten, buntesten, brillantesten und audiovisuell eindrucksvollsten Spiele der gesamten RPG Maker Community. Es ist eine Verbeugung vor vielem, was Japan, das Gaming-Medium und alle anderen Unterhaltungsmedien in ihrer Geschichte hervorgebracht haben. Aber allen voran ist es eine fesselnde, emotionale Geschichte mit hervorragendem Gameplay, das bis ins letzte Detail poliert scheint. Und wem das noch zu oberflächlich anpreisend war, für den habe ich jetzt das Vorfazit. Switch Virus of Ragnarök ist ein Crossover aus japanischer Pop- bzw. Anime-Kultur und einem klassischen JRPG. Es kann euch zwischen 50 und 100 Stunden beschäftigen, weniger oder mehr als das, je nach eurem Geschmack. Ihr begleitet das vom Schicksal und Selbstmordgedanken geplagte Mädchen Tomoya dabei, sich in einem jahrtausendealten Konflikt gegen Götter, japanische Kaiser, reale Sagengestalten, alte Feinde und die eigenen Schwächen zu behaupten. Dabei durchstreift ihr nicht nur unzählige abwechslungsreiche Fantasy-Welten, sondern auch antike Städte, japanische Tempel und das moderne Tokio. Eure Kämpfe bestreitet ihr mit dem komplett eigenen und herrlich komplexen und dennoch sehr intuitiven Kartenkampfsystem, das neben der Handlung der eigentliche Protagonist des Spiels ist, da es vor Detailfreude, Mechaniken und Spielspaß nur so überquellt. Die Optik ist trotz des Spielalters noch immer am pixeligen Zahn der Zeit, wirkt von Anfang bis Ende lebendig und abwechslungsreich, führt innerhalb der Handlung so viele verrückte Effekte, Animationen und Spielereien auf, dass es euch die Augen cartoonhaft aus dem Kopf fliegen lässt. Gerade für Kenner von Anime, Manga, Visual Novels und Type Moon Werken wie Fate Stay Night ist Switch Alternate zudem eine große Schatzkiste, randvoll gefüllt mit Referenzen, Cameos, optionalen Bossen, Anspielungen, Tributen. Die Handlung ist auch für Einsteiger geeignet, da sich Rosa Kanina um Hintergrundwissen bemüht hat. Spieler der Vorgänger werden jedoch erleben, wie wirklich jeder rote Faden, und sei er noch so klein, elegant verschnürt wird. Oder nochmal. Switch Alternate ist eines der, wenn nicht das empfehlenswerteste, kostenlose Rollenspiel, das die deutsche Maker-Szene zu bieten hat. Vor allem eben, wenn ihr etwas mit den Unterhaltungsmedien Fernosts anfangen könnt. Das Spiel ist ein langer Zeitinvest, das ist das einzige Aber. Doch falls ihr nicht selbst Hand anlegen wollt, gäbe es etwa einen vollständigen Playthrough auf YouTube, den auch ich benutzt habe, um mein Wissen nochmal aufzufrischen und mit dem ihr Kämpfe, Filler-Content und so weiter umgehen könntet. Nicht, dass der nicht gut wäre. Und damit erzähle ich euch noch etwas zu den einzelnen Abschnitten des Spiels. Bitte habt Verständnis dafür, dass hier Wiederholungen zum Vorfazit vorkommen werden. Beachtet außerdem, dass ich im gesamten Video möglichst nur Spielfootage aus dem ersten Drittel verwende, da ich euch weder spoilern noch viele großartige Momente und Augenöffner vorwegnehmen möchte. Nehmt diese Szenen also für den Gesamteindruck nicht zu ernst. Beachtet außerdem, dass ich zuerst spoilerfrei über die einzelnen Aspekte sprechen werde und anschließend nochmal zu einem Extrasegment komme, in dem einige Gedanken mit leichten Spoilern angesprochen werden. Story. Zur wirklich überaus komplexen und in Ragnarök später auch recht komplizierten Welt und Handlung ist zuerst zu sagen, dass Neulinge bereits vor Spielstart in ein umfassendes und bebildertes Switch-Lexikon eintauchen können, das sie über die bisherigen Spiele, deren Storys und Ereignisse sowie Charaktere und Begriffe der Welt aufklärt. Das ist kein unheimlich spritziger Spaß, schafft aber alle nötigen Infos, wenn man keine Visual Novels nachholen will. Im Intro dann könnt ihr sogar cineastisch in Szene gesetzt nochmal das Finale des Vorgängers nachspielen, sodass für Quereinsteiger wenige Hürden da sind.
Tomoya Okazaki hat nach dem Überwinden einer uralten Machenschaft beschlossen, ihren Familienfluch mit ihr zu beenden und sich das Leben genommen. Doch statt im Jenseits oder dem Nichts erwacht sie zusammen mit ihrem ehemaligen Dienstmädchen bzw. ihrer besten Freundin Kanina in einem idyllischen Wald. Was hat es mit dieser neuen, fremden Umgebung auf sich? Warum begegnet sie nach und nach nicht nur zahlreichen alten Freunden und Bekannten, sondern auch totgeglaubten Widersachern? Und was hat es mit dem mysteriösen Virus des Ragnarök zu tun, das nicht nur die Existenz aller Menschen, sondern auch aller Götter bedroht? Die Geschichte von Ragnarök ist wie gesagt betont komplex und vielschichtig und wirft im Laufe ihrer 50 bis 70 Stunden mit absurden Mengen von Namen, Begriffen, alten Plotpunkten und nicht zuletzt riesigen Twists nur um sich. Auch alten Hasen fällt es da nicht immer leicht, den Durchblick zu behalten. Glücklicherweise unterteilt sich die Handlung in Sequenzen genannte Kapitel, die das Geschehen sinnvoll von sehr simpel immer weiter ins Epische treiben. Auch nimmt Rosa Kanina den Spieler zusammen mit seinen Charakteren trotz der gerade in der zweiten Spielhälfte erdrückenden Fülle an Konflikten und Personen mit verschiedenen Agendas eng an die Hand und erklärt in vielen Szenen und Dialogen narrensicher jeden Sachverhalt, sodass zum Schluss eigentlich alles verständlich und das Wichtigste erklärt ist. Stimmungstechnisch gelingt es dem Spiel über seine enorme Dauer, eine tiefernste Story mit sehr bitteren Momenten und hochemotionalen Höhepunkten mit anime-esken Slapstick-Humor, albernen Charaktermomenten und viel Charme zu verbinden. Es werden alle anderen Werke von Rosa Kanina mehrfach referenziert und alle roten Fäden, offene Plotpunkte, ja jeder noch so kleine Nebencharakter des Switch-Universums bekommt hier in Ragnarök seinen Abschluss. Wer interessiert ist an Religionen und Mythologien, kommt ebenso auf seine Kosten, da ihr hier wirklich beinahe jede halbwegs bekannte Gestalt in diese Richtung mal mehr mal weniger urkomisch erleben werdet, aber da sei mal nicht zu viel verraten. Die Handlung von Ragnarök ist im Kern eigentlich sehr klassisch, doch sind darum so unheimlich viele Subplots, Charaktere, Konflikte und andere Abschlüsse gesponnen, dass euch selten langweilig sein wird. Gameplay. Hier ist mit Unterstrich zu sagen, dass Ragnarök der König der Abwechslung ist. Selten bietet man euch in einem so massiven Spiel, das in seiner Haupthandlung schon poliert ist, derartig viele unterhaltsame, spaßige und fordernde Gameplay-Spielplätze wie hier. Rätsel, Kämpfen, Dialoge, Minispiele, zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion wie das Zerschneiden von Büschen, Springen, Schleichen, Motorradfahren, Fliegen, Klettern, Flugzeuge abschießen. Die Möglichkeiten sind endlos und Monotonie kommt dabei nie auf. Ihr müsst natürlich wie bei jedem Maker-Spiel gerne lesen. Das ist hier gesondert zu betonen, da es selbstverständlich Mammutmengen von Dialogen gibt. Diese sind aber so ziemlich alle kurzweilig und unterhaltsam. Eure Party, die ab einem gewissen Punkt fast im zweistelligen Bereich liegt, könnt ihr dann auch frei durchwechseln, da maximal 3 Charaktere am Kampf teilnehmen können. Das bringt Freude und macht Spaß, da so viel Abwechslung herrscht, nicht zuletzt, weil alle Charaktere sehr individuell sind und ganz verschiedene Kartenarten einsetzen. Das Spiel bietet indes große Optionalität in seiner Story, was die Anwesenheit bestimmter Partymitglieder in gewissen Momenten angeht, sodass sich Szenen demnach verändern können. Außerdem bekommt wirklich jeder Hauptcharakter sehr viel Zeit zur Entfaltung und Entwicklung, nicht zuletzt durch die optionalen Extra-Dialoge, die ihr regelmäßig führen könnt. Optik. Wie in jedem anderen Bereich auch, unterliegt die Optik von Ragnarök der Prämisse, dass dieses Spiel eine Verbeugung vor dem japanischen Visual Novel Studio Type Moon ist, das Titel wie Fate Stay Night oder Tsukihime zu verantworten hat. Entsprechend sind vor allem Artworks, Animationen, Grafiken und Ressourcen aus dessen Werken, aber auch aus zahlreichen anderen Visual Novels, Anime, Manga, Filmen, Serien, Videospielen und popkulturellen Ergüssen zu finden, was Switch Alternate insgesamt wie das wahr gewordene Brückenstück zwischen Anime-Culture und deutscher RPG-Maker-Community erstrahlen lässt. Die Tsukihime Multi-Blood Fate Type Moon Charakter Artworks über den Textboxen haben auf dem Maker fast Alleinstellungsmerkmal und funktionieren enorm gut. Hier und da passen die beschriebenen Emotionen nicht hundertprozentig zum gewählten Bild, aber das liegt an der Limitation möglicher Artworks.
Es erstrahlt auch das Menü, das mit seiner hohen Effektivität und ebenso zahlreichen kleinen Charakteranimationen wie im Kampfsystem den professionellen Eindruck des Spiels noch verstärkt. Gar nicht zu sprechen von technischen Effekten, Zwischensequenzen und Animationen innerhalb der Story, die euch regelmäßig die Kinnlade fallen lassen. In diesem Zusammenhang erwähnenswert auch die Super-Finisher jedes wichtigen Bosses, also ein Super-Angriff, wenn sein Leben gering ist, der zumeist mit eigenem Mini-Filmchen, Soundtrack und viel Trara einhergeht, aber dazu gleich mehr. Die Welt von Ragnarök ist ein bundsolides Pixel-Konglomerat, das mit kommerziellen Pixel-Hits wie CrossCode, Alderaan oder To the Moon spielend mithalten kann. Ihr durchschreitet mit Tomoya und Co. im Laufe eurer Reise nicht nur das alte Japan, sondern auch Feuer- und Wassertempel, traditionelle Städte, antike Ruinen, tobende Schlossschlachten, Raumschiffe, Götterstädte, stürmische Wüsten, Baumstammsiedlungen, Silent Hill-artige Nebelwälder oder mythische Höhlen. Es gibt viele Stilmixe und die NPC-Sprites sind alle recht übersättigt und dicklich, sodass für Geschmacksfragen viel Raum geboten wird. Aber insgesamt könnt ihr wirklich kaum ein schöneres und kreativeres, kostenloses Pixelspiel auf Deutsch finden. Musik! Es gilt einmal mehr das Prinzip der bekannten Vorlagen, das auch die Musik im Spiel diktiert. Bekannte Klänge, Openings, Themes, Soundeffekte aus Visual Novels, Anime oder Videospielen brausen euch in Ragnarök durch die Ohren. Das tun sie fast immer in der simpleren Bit-MIDI-Form des Makers, was mit etwas Nostalgie recht gut und wiedererkennbar funktioniert. Von quirligen Comedy-Klängen bis hin zu tiefdramatischen und überbordernden epischen Chorstücken ist alles dabei, was die vielschichtige Handlung Rosa Caninas zur Untermalung benötigt. Wenn man meckern wollte, wäre lediglich zu erwähnen, dass der Ersteller sich an bestimmten Höhepunkten auch mal ordentlich mit der Wahl der Musik vertut und so eine eigentlich sehr ernste Szene um ihre ganze Stimmung beraubt. Stichwort Phantom der Oper. Aber das ist eine Kritik auf Höhe des Fujisan. Kampfsystem. Das vollends selbst erstellte und zweifellos Highlight-Charakter besitzende Kartenkampfsystem von Rosa Canina ist an der Oberfläche simpel. Es gibt Angriffs- und Abwehrphase. Im Angriff wählt jeder eurer drei Charaktere drei Karten aus. Das können Angriffe sein, Abwehr, Finisher, Effekte, Beschwörungen, um dann in einer Attacke zu enden. In der Abwehr versucht ihr euch mit drei Karten zu verteidigen. Das ist insgesamt einfach genug, schnell gelernt und macht Spaß, bietet jedoch mehr strategische, spielerische und kreative Tiefe, als ich hier in wenigen Worten ausdrücken kann. Durch eure zweistellige Anzahl an Hauptcharakteren mit ganz eigenen Decks und Schwerpunkten, die in Dreierteams antreten können, bieten sich euch immer neue Möglichkeiten zum Kombinieren und Experimentieren, was das Kartenkämpfen über die gesamte Spiellänge und darüber hinaus zum Spaß macht, auch wenn man sich irgendwann natürlich satt gesehen hat. Alles wirkt sehr poliert und nicht zuletzt die charakterbasierten Ending-Screens nach jedem Kampf, inklusive Animation und Japanospruch, unterstreichen diesen Eindruck, wirken geradezu einem Fighting-Game entnommen. Die Schwierigkeit ist von euch einstell- und umstellbar und zumindest auf normal werdet ihr nie größere Probleme bekommen. Spätestens ab der Hälfte brennt ihr da eigentlich alles problemlos weg, das zwischen euch und dem Herz der Karten steht. Wer eine Herausforderung will, spielt schwer. Ich erwähnte die aufwendigen und teilweise grotesk effektvollen Finisher-Animationen der Bosse, die einer der Selling Points dieses Kampfsystems sind. Diese aktivieren sich beim letzten Fünftel der Boss-Lebensleisten. Das ist insofern Fluch und Segen, weil ihr viele gerade spätere Bosse mit harten Angriffen häufig vom Feld fegt, ehe diese dazu kommen, ihre Animationen zu präsentieren. So seid ihr häufig gefangen zwischen dem Bedürfnis, alles zu sehen und dem Kampf möglichst schnell zu gewinnen und müsst eure Karten entsprechend geschickt kombinieren. Wohlgesonnen könnte man behaupten, dass das ein enorm raffiniertes strategisches Element darstellt. Weniger wohlgesonnen ist es unpraktisch programmiert. Doch wer die Animationen nachholen will, hat dazu im Kampfturm die Option, doch dazu im Abschnitt Gameplay plus mehr. Damit euch die Kämpfe nicht zu schnell monoton werden, wechseln sowohl Mob- als auch Boss-Themes zufällig zwischen 5 und 10 Optionen, was sehr willkommen ist, es hätten aber ruhig auch noch mehr sein dürfen. Nicht hinwegtäuschen kann die Musikvarianz allerdings über die natürliche Zähheit jedes noch so kleinen Mob-Kampfes. Dadurch, dass ihr erst 3x3 Karten auswählen müsst, ehe ein Gegner frühestens die Radieschen von unten sieht, dauern viele Kämpfe unnötig lang. Und ihr kommt auch später im Spiel nie an den Punkt, an dem ihr durch Gegnerhorden einfach in Sekunden durchmarschieren könnt.
Zu den selbstgepixelten Gegnern ist zu sagen, dass ihre Designs wie auch der Rest der Spielwelt oftmals vor popkulturellen Referenzen überlaufen. Von Minecraft, Vocaloid, The Wing und zahlreichen Anime und Manga über Type Moon, Alice Madness Returns, Zelda, Ghibli oder Doctor Who, um nur ein paar zu nennen. Nerds wird's freuen. Abgerundet wird die Karte durch zahlreiche kleine Faktoren wie Elemente, Sonderfähigkeiten, Stichwort Tomoya, Zufallsboni und weitere Extras. Puh, dieser Brocken war das Hauptreview. Nun kommen noch einige Kommentare zu den Bereichen im Review Plus Abschnitt. Diese Kommentare könnten gewisse Dinge und Inhalte vorwegnehmen und beinhalten somit leichte Spoiler. Entscheidet also selbst, ob ihr gleich zum Fazit springen möchtet, lang genug ist das ja ohnehin schon. Story Plus. Hier also noch ein paar kritische und lobende Anmerkungen zur Handlung. Es ist mehr als nur erfrischend, wie jeder eurer 10 Hauptcharaktere so unheimlich viel Screentime, Entwicklung und optionale Dialoge bekommt, dass ihr am Ende wirklich Personen habt, mit denen ihr mitfühlt. Zudem ihr nicht wie in vielen Rollenspielen eine Gruppe aus unbedeutenden Dudes spielt, ihr vereint am Ende nicht nur die Götterschlechterin unter euch, es kommen auch mal noch ein Todesengel, die Herrin des Todes, Götter, Hexen und mehr hinzu, wenn das mal nichts ist. Und Rosa Canina trägt diesen Charakteren Rechnung. Das Ende, von dem es übrigens 2 gibt, die ihr entscheidend mitbestimmen könnt, ist eines der besten und ausführlichsten, die ich auf dem RPG Maker und auch vielen Videospielen kenne. Wirklich jeder bekommt seine eigene Szene. Wir sehen die Zukunft unserer liebgewonnenen Charakteren in vielsagenden Bildern. Die Geschichte findet alle roten Fäden. Nicht ohne im Zweifelsfall einen gigantischen Cliffhanger zu hinterlassen, falls ihr ihn denn freigeschaltet habt. Ein paar herausgepickte Kritikpunkte. Das Göttersystem in Ragnarök ist sehr inkonsistent und größtenteils auch undurchsichtig. Das beste Beispiel dafür sind die 3. Von Gott selbst erwählte Vertreter, die über den Göttern stehen und Zeit, Träume sowie Tod kontrollieren. Diese 3 Autoritäten sind innerhalb der Handlung die größten nur vorstellbaren Witzfiguren und werden innerhalb ihrer Inkompetenz regelmäßig derart ad absurdum geführt, dass ihr meint, es handele sich um bewussten Slapstick. So hört ihr die Herrin der Zeit weit mehr als nur einmal sagen, dass sie das nicht vorhergesehen hat, nicht weiß, warum das jetzt wieder nicht in ihren Zeitenbüchern stand und das außerhalb ihrer Zeitenkontrolle liegt. So ist es urkomisch, wenn der Herr des Todes bei seinem ersten und einzigen Auftritt, getötet wird. Mit einem Angriff. Oder die mächtigen 3 werden von ein paar Engelspistoleros in ranzige Zellen geschmissen. Die 3 sind symptomatisch dafür, dass Rosa Canina selbst Schwierigkeiten dabei hatte, das immer und immer komplexer werdende System von Menschen, Göttern, Halbgöttern, 3, Schöpfern, Engeln und so weiter unter Kontrolle zu halten, sodass auch an anderen Stellen Ungereimtheiten auftreten. Der Hauptantagonist indes ist im Gegensatz zum Rest der Story so klischeehaft und platt, wie es nun geht, vermisst jegliche Tiefe und bekommt so auch seinen klassischen Last-Minute-Tragic-Motivation-Moment. Yikes! Schlussendlich gebe ich euch die Anmerkung mit, dass die Romanze zwischen Tomoya und ihrem bzw. seinem Ex-Freund bzw. Triebtäter, die in Ragnarök an Relevanz gewinnt, nur funktioniert, wenn man die Vorteile nicht gespielt hat, da man dann nicht merkt, dass sie keinen Sinn ergibt. Sie kommt aus dem Nichts und wirkt aufgesetzt, da Makoto eben gerade der einzige verfügbare männliche Charakter im Switch-Kosmos war und hier dazu dient, Tomoyas Weiblichkeit zu unterstreichen. Gameplay Plus. In puncto Gameplay müssen das Stadion und der Turm der Erinnerung genannt werden. Das Stadium ist, nach was es klingt, eine Möglichkeit mittels aufeinanderfolgender Stadionkämpfe XP und besondere Belohnung zu erhalten. Das ist flott inszeniert und zum Grinden gut. Gerade im späteren Verlauf verstecken sich hier jedoch in Form der Einzelkämpfe nochmal unzählige Extra-Referenzen gegen Superbosse aus Fate, Rosa Caninas anderen Spielen und mehr. Cool. Der Turm der Erinnerung gibt euch die Möglichkeit, besiegte Bosse erneut zu bekämpfen und so deren Finisher zu sehen. Besondere Karten gibt es dafür am Ende auch, XP allerdings nicht, was das Ganze zusammen mit der furios frustrierenden Levelmechanik zu einer überflüssigen Angelegenheit macht. Gleich an dem Dungeon kämpft ihr euch Level für Level durch verschiedene Kategorien von Bossen und wenn ihr den entsprechenden Boss, der in Raum 16 wäre, in der Story noch nicht besiegt habt, ist da eben Schluss und ihr dürft von vorne anfangen. Das erinnert sehr an den Pokémon-Turm. Doppel-Yikes!
Da wäre eine übersichtliche Auswahl aller besiegten Bosse zum möglichen Einzelkampf in jeder Hinsicht sinnvoller gewesen, aber man kann ja auch nicht alles richtig machen. Apropos, hier und da macht Rosa Canina sich neben aller Abwechslung tatsächlich Filler-Content schuldig. Stichwort linker Turm, rechter Turm. Das bleibt aber zum Glück die Ausnahme. Was bleibt mir noch zu sagen als... Es gibt im Spiel eine richtige Toilettenszene mit Animation. Game of the Jahrzehnt. Fazit. Wozu braucht es noch ein Fazit? Dieses wäre auch nur ein verändertes Vorfazit. Und dieses Video ist so lang, dass jeder sich einen erdrückenden Eindruck von Switch Alternate Virus of Ragnarök machen konnte. Es ist für mich eines der 5 besten Maker-Spiele in Existenz. Kostenlos und deutsch. Dass es so übersehen wurde, liegt daran, dass es sehr japanisch aussieht. Und ist. Das stört euch nicht? Hervorragend! Dann ab in die Beschreibung zum Download-Link. Wer hier nicht zugreift, dem kann auch kein Steam-Sale der Welt mehr helfen. Ich bedanke mich für euer Dabeisein und verweise nochmals auf die Beschreibung, in der ihr mehr staubigen Content findet. Bis zum nächsten Mal, garantiert geistlos.